Hey Leute und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dies ist ein Vorstellungsvideo. Ich habe zwar schon mal eins gedreht, aber das ist ein bisschen veraltet. Ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, war ich da ziemlich klein. Das habe ich irgendwie vor 3 Jahren gedreht und deshalb dachte ich, es wird Zeit für ein neues Vorstellungsvideo, da sich einige Sachen doch ein bisschen geändert haben. Das Einzige, was gleich geblieben sind, sind meine beiden Pferdchen. Die habe ich natürlich immer noch und es ist auch kein weiteres Pferd dazu gekommen. Und ja, dann fange ich jetzt erstmal an. Mein Name ist Hella Gabbard. Ich bin 17 Jahre alt und habe 2 Pferde. Dieser Kanal dreht sich auch hauptsächlich um meine beiden Pferde, besonders halt um Gollum. Aber es könnte auch mal sein, dass ein Video nur von mir oder von meinem Alltag oder von irgendwas einfach aus meinem Leben kommt. Dann fange ich jetzt als erstes bei Gollum an. Ihn habe ich nämlich schon 6 Jahre. Erstmal zu seinem Namen. Er heißt wirklich Gollum. Ich nenne ihn nicht so und ich habe mir das auch nicht ausgedacht. Die Vorbesitzer haben ihn so genannt und wir fanden das dann so lustig und dann haben wir ihn einfach so gelassen, weil er hieß dann einfach schon Gollum und ihr müsst jetzt einfach mal akzeptieren, dass er Gollum heißt. Ich weiß, der Name ist vielleicht nicht so passend ausgewählt, weil er einfach aussieht wie ein Barbie-Pferd. Aber egal. Er ist ein Palomino. Das ist seine Rasse und auch seine Farbe. Denn die meisten denken, das ist nur die Farbe, aber es steht wirklich im Pass drin, dass er ein Palomino ist. Auf jeden Fall ist er 14 Jahre alt. Also mit Gollum mache ich eigentlich alles. Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Zirkustricks und alles. Ich blende euch jetzt einfach ein paar Videos ein und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Wie ihr gesehen habt, mache ich auch Tricks mit Gollum, aber eigentlich ist Valentino für die Tricks da. Das ist mein kleines Chatty, Valentino. Eigentlich heißt er Valentino, aber ich sage immer Valentino, weil es einfach besser klingt. Aber wirklich Leute, keine Nachrichten mit W-E-L, keine Ahnung, so wird er nicht geschrieben. Ich schreibe es euch hier nochmal hin, damit ihr das wisst. Er ist 9 Jahre alt, er ist ein Rappe. Ihn habe ich seit 2016, ihn habe ich später bekommen als Gollum, da ich da diese Freude einfach so an der Bodenarbeit und Kutsche fahren und so bekommen habe. Und da das nicht mit Gollum möglich ist, Kutsche zu fahren, habe ich Valentino. Und ich kann euch jetzt hier auch noch ein paar Videos einblenden, was für eine Bodenarbeit ich mache, was für Zirkustricks und wie ich mit ihm Kutsche fahre. Und das seht ihr jetzt. So viel auf jeden Fall erstmal zu meinen 2 Pferden. Falls ihr noch mehr über mich so erfahren wollt, habe ich zum Beispiel auch mal eine Reitgeschichte gedreht. Ansonsten erwartet euch auch noch ganz viele Tiere, denn wir haben auch noch andere Tiere wie Kaninchen, Katze, Hunde und sowas alles. Und das seht ihr auch in mehreren Videos. Auf Instagram findet ihr mich unter einem anderen Namen. Und zwar heiße ich da Palomino-Gollum. Ich schreibe es euch hier nochmal hin, damit ihr das sehen könnt und das dann einfach eingeben könnt. Und dann findet ihr mich da auch. Ich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Denn ansonsten würdet ihr irgendein Video von mir verpassen. Und das war ja echt schlimm. Lasst ein Abo auf jeden Fall da. Ein Like würde ich mich auch riesig freuen. So, ich wollte die Gelegenheit hier jetzt noch einmal nutzen, um euch für den ganzen Support, den ihr momentan macht, mich einfach dafür zu bedanken. Die ganzen lieben Kommentare, die ihr mir immer schreibt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich wirklich sehr und probiere auch eigentlich jedes Kommentar zu beantworten. Also fleißig in die Kommentare. Und allgemein, wenn ihr mich irgendwo verlinkt, wirklich danke dafür. Macht auf jeden Fall weiter so, denn so macht es richtig Spaß, immer weiter Videos zu produzieren und so. Dann sehen wir uns, würde ich sagen, in den nächsten Videos wieder und bis dann. Tschüssi!